Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zum ersten Baustellenvideo. Ich bin so gespannt und ich freue mich schon richtig auf diese Zeit. Ja, erinnert euch an diese Worte, ich werde sie bestimmt in ein paar Wochen bereuen. Auf jeden Fall. Letzter Stand war ja, ihr wisst ja, das hier ist schon etwas länger weg. Und heute geht es hier in unserem noch existenten Gästeklo weiter. So, das ist das Gästeklo. So sieht es jetzt aktuell noch aus. Ich mache euch mal einen kleinen Rundumblick. Fenster, das kommt übrigens auch weg. Und tada, hier ist schon das Waschbecken und der Unterschrank weg. Der wurde abgeholt. Und ja, heute kommt die Toilette ab und die Fliesen. Ja, bin mal sehr gespannt. Dann müssen wir diesen Unterbaukasten rausnehmen. Der wurde auch schon verkauft. Und ja, dann müssen wir schauen, ob wir auch das hier wegmachen können. Und ja, Fenster kommt wie gesagt auch raus, weil ja hier der Schrank reinkommt. Ich weiß, dass sich das viele nicht wirklich vorstellen können, wie da der Schrank offen sein soll. Ich gehe mal einen Schritt höher. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, dass diese Wand hier komplett weg ist. Das heißt, es ist alles offen. Und diese Wand, also da, wo die Toilettentür dran ist, die kommt ja auch weg. Das heißt, unser neuer Eingangsbereich hat die komplette Breite, wie ihr das hier seht. Das ist dann die Breite vom Eingang. Aktuell ist unser Flur ja nur Türbreiten groß. Also es ist wirklich winzig klein. Was hat so eine Tür? 80? Ich glaube, unser Flur ist 90 cm breit. Das ist nicht wirklich viel. Und ja, aber an diese Wand hier kommt ein Schrank, ein Einbauschrank. Der ist allerdings nur 40 cm tief. Das ist, ich glaube, weniger als, ja, oder dieses Stück Fliese hier. Das geht aber auch nicht bis hier vorne hin. Hier wird noch etwas anderes hinkommen, aber lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall bald nicht mehr so aussehen. Bald haben wir schon mal den Eingang vergrößert. Wir wollen nämlich jetzt die Fliesen rausnehmen und dann schon mal die Wände rausnehmen, damit wir schon mal besser an die Heizungen kommen. Die kommen nämlich auch weg. Ich will auch gar nicht so viel quatschen, aber ich will es ein bisschen erklären, damit ihr das auch versteht. Diese Heizung hier, die kommt weg, weil die nicht funktioniert. Die ist kaputt, aber schon immer, seit Einzug. Und man hätte sie tatsächlich rausnehmen müssen, weil das Rohr irgendwo gebrochen ist. Und genau, jetzt wird die entfernt, genauso wie diese Heizung hier. Und genau, hier läuft ja eine Wasserleitung lang. Ne, die ist ja hier, kommt ja hier aus dem Boden. Die müssen wir natürlich stilllegen, genauso wie den Abfluss müssen wir auch stilllegen. Und das dauert ein bisschen. Und da ist es schon sinnvoller, wenn die Wände hier weg sind, damit man hier auch ein bisschen Platz zum Arbeiten hat. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es aussehen wird, wenn diese Wand hier weg ist. Oh, die Tür kommt natürlich auch logischerweise weg. Die ist auch schon verkauft und ja, danach ist der nächste Step tatsächlich unsere Küche, die rauskommt. Die wird in den nächsten 7 Tagen hier rauskommen und dann müssen wir auch hier den Boden aufstemmen, weil wir ja unseren Starkstrom aktuell da liegen haben. Der wandert aber auf diese Seite hier. Und ja, hier müssen wir Starkstrom verlegen, da wir den Boden eh neu machen und auffüllen mit Ausgleichmasse, werden wir hier über den Boden verlegen. Genau, ansonsten werden hier noch ein paar Steckdosen hinkommen, da und da und auf der anderen Seite ebenfalls. I hope it never goes away.
ich gebe euch jetzt mal ein Update, wie es hier aussieht. Also, das Teil hier ist freigelegt. Das ist auch schon lose. Wir müssen nur noch den Wasseranschluss hier wegmachen. Und dann wird das Teil schon abgeholt. Es wurde nämlich schon verkauft. Da war das noch in der Wand. Ja, hier haben wir jetzt die Fliesen reingelassen, weil die Wände eh fallen werden. Deswegen ist das Quatsch. Und hier müssen wir noch das hier komplett abschlagen, sodass das dann so aussieht. Damit wir nicht so viel drauf putzen müssen. Genau, das ist jetzt der Stand der Dinge. Der Boden kommt auch raus. Und ja, weil das nicht eine Höhe ist. Und dann wird der hier aufgestockt, der Boden. Ich freue mich. So, der da arbeitet. Mein Schatz war heute schon fleißig. So, Gästeklo habe ich euch gezeigt. Ist jetzt raus. Um das Video ein bisschen spannender zu machen, dachte ich mir, ich zeige euch schon mal so im Überblick, was wir schon gekauft haben, was ich schon gekauft habe, für das neue Erdgeschoss. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Zum einen einmal diese Lampe. Die soll entweder in den Flur oder ins Wohnzimmer kommen. Ich finde die richtig, richtig schön, hat mein Schatz gekauft. Die gibt es aktuell bei Aldi, aber es gibt noch so eine ähnliche in einem Grauton bei Jysk, falls ihr die nicht mehr bekommen solltet. Dann habe ich einmal diese Lampe hier gekauft. Die wird nicht silber bleiben, die wird umgeändert von der Farbe in beige. Machen wir DIY draus. Da ist so eine fette Kugelbirne drin. Dann habe ich einmal das hier gekauft, was mir nicht gefällt. Werde ich sehr wahrscheinlich einfach in der Familie weiter verschenken, inklusive des Teils hier. Das ist mir einfach zu dunkel. Ich konnte das aber nicht mehr zurückschicken. Dann einmal das hier, das ist so ein Eieraufbewahrungsteil. Ich verlinke euch die Sachen unten alle in der Infobox, dann braucht ihr nicht suchen. Dann habe ich einmal dieses Glas hier gekauft, ich finde das voll schön, ich liebe ja so außergewöhnliche Gläser. Wir bekommen noch so Holzregale, da kommen die nämlich drauf. Dann habe ich einmal Scrub Daddy und Scrub Mommy Schwämme gekauft, ich mag die super gerne, nur Cooper hat die letzten geschrottet. Für unsere Briefe gibt es diese Acrylablage, die ist eigentlich durchsichtig, da ist nur so eine Folie drauf. Dachte ich mir, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wir haben ja bald eine Garderobe. Und dann kommen da die Briefe rein. Mal gucken, wie lange ich das schön finde. Dann haben wir einmal bei Jysk diese Schale hier gekauft. Es gibt aber bei Action. Bei Jysk gibt es aber auch so etwas Ähnliches, aber ich gucke mal, ob ich das irgendwie verlinken kann. Dann einmal hier so Zweige, die muss man nur auseinanderfriemeln. Der hier ist von Ikea, den gibt es leider nicht mehr. Ich wollte so ähnliche haben, deswegen diese hier. Dann einmal diese Etagere, die wird entweder für Schlüssel sein, bin mir noch nicht so sicher, oder tatsächlich für Obst, müssen wir mal gucken. Dann diese Etagere, die finde ich so, so schön, die gab es auch beim Action. Ich habe die allerletzte bekommen, in beige, richtig schön. Das ist auch für Obst. Auch für Obst ist das hier. Allerdings so eher was für in den Sommer rein, weil hier können Flüssigkeiten rein. Das kann man unten nämlich abmachen. Richtig cool. Also so Obstschalen kann man nie genug brauchen. Haben wir jetzt 3 Stück verschiedenster Farbe und verschiedenster Form. Einmal diesen Ölspender aus Porzellan mit so einem Deckel. Gucken mal, wie der sich bewährt. Dann habe ich einmal dieses Tablett hier gekauft für sowas hier zum Beispiel, für Öl und Salz und sowas. In so einem helleren Holz. Dann einmal so einen Telleruntersetzer. Etwas platzsparender als die, die wir jetzt haben. Die kann man nämlich so ganz easy in die Besteckschublade packen. Auch von Action ist dieser Kerzenständer. Der soll aber auf das Regal über dem Kochfeld kommen, so als Deko. Der ist so weiß mit beigen Sprenklern, richtig schön. Dann habe ich einmal nochmal Servietten bestellt. Das sind so Leinenstoffservietten. Davon haben wir schon 4. Habe aber jetzt nochmal 6 dazu bestellt, wenn wir wirklich Weihnachten haben oder Geburtstage feiern und ein bisschen schöner decken wollen. Dann die. Dann habe ich hier einmal Serviettenringe. Die sind auch ein bisschen dunkel, aber ich finde, sie sehen trotzdem ganz schön aus. Auch 6 Stück. Einmal diese Lampe. Die kann man auch dimmen in weiß. Für die Küche so eine indirekte Beleuchtung. Ich habe mir das so vorgestellt, dass die mit auf diesem Tablett hier steht und man die abends so ein bisschen anmachen kann. Ja, müssen wir mal gucken, ob sie dann da hinwandert. Ansonsten findet sie irgendwo einen Platz.
Und etwas, was ich mir schon seit langer, langer Zeit kaufen wollte, war diese Vase hier. Die habe ich mir jetzt endlich gegönnt. Und ich finde die wunderschön und ich freue mich, Schiwi, sehr darauf, die mit Blümchen zu bestücken. Genau, das war es jetzt erstmal. Und da kommt bestimmt noch das eine oder andere dazu. Ihr habt euch unter dem letzten Vlog ein bisschen mehr Food-Content gewünscht. Und ich dachte mir, ich mache das mal. Heute gibt es eine Big Mac-Rolle, beziehungsweise zwei. Es ist noch eine im Ofen. Ich schreibe euch das Rezept unten in die Infobox. Es ist Low Carb und auch fett reduziert, weil ich wirklich nur Light-Produkte genommen habe. Und genau, das ist einmal der Boden. Jetzt ist einmal die Big Mac-Soße. Jetzt kommt noch das Fleisch drauf. So, jetzt kommt das Fleisch drauf. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Dann kommt Scheibenkäse. Also hier dieser Scheiblettenkäse, sage ich immer. Wie heißt das denn? Naja, das halt. Könnt aber auch Reibekäse nehmen, wenn ihr das hier nicht mögt. Dann kommen natürlich Gürkchen da drauf. Weil auf einem richtigen Big Mac ist ja auch Gurke drauf. Keiner mag sie, aber sie ist immer da. Und Eisbergsalat. Der kommt auch hier drauf. Tada, fertig. Ich glaube, es hätte auch eine gereicht, aber so haben wir wenigstens für morgen dann noch Mittagessen. Richtig, richtig lecker. Und 300 Gramm von dieser Big Mac Rolle, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, zeige ich euch gleich, hat so um die 450 Kilokalorien. Guckt mal bitte, wie lecker das aussieht. Yummy. Also, das Riesenstück hat 296 Gramm. Also, wirklich ordentliche Portion. Und das für 450, 460 Kilokalorien. So, ich habe jetzt schnell noch die zweite belegt. Die ist jetzt quasi für Sascha und für die Arbeit. Sascha ist nämlich gerade nicht da. Der ist bei der Feuerwehr, Übungsabend. Die wird jetzt noch eingerollt und dann stelle ich die auf sie auf Seite. Es war sehr lecker, wirklich sehr lecker. Und so eine 300 Gramm Portion reicht wirklich vollkommen aus, um einen richtig satt zu machen. Ich habe nochmal geguckt, es waren 477 Kilokalorien. Oh, jetzt heißt es Küche aufräumen. Ich habe gar keine Lust. Aber das machen wir jetzt mal ganz schnell. Fertig, Küche sauber. Essen ist vorbereitet, Hühler ist sauber. Ja, Esstisch habe ich auch sauber gemacht, Stühle auch. Da ist die Skaya, die muss ich jetzt scheinbar in jedem Vlog zeigen, damit ihr sie seht, damit ihr wisst, dass sie noch lebt. Also, alles gut, da ist unser Mäuschen. Hier ist unser Großer, der mir eine Socke geklaut hat. Ja, wir haben hier schon ein paar Umzugskisten stehen. Wir müssen das mal unbedingt irgendwie in den Keller drapieren, weil der Platz hier wird ja jetzt nicht mehr aktuell, weil wir ja auch alles hier rausreißen. Und ja, next step ist dann die Wand. Aber das machen wir wieder zusammen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich von diesem Video. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt gesund und ich sag mal bis bald.